Laszlo Baksa und die Wasserfreunde Spandau hatten sich viel vorgenommen gegen das Top-Team aus Barcelona. Die Mannschaft von Athanasios Kechagias bisher mit 2 Heimsiegen in dieser Champions-League-Saison. Aber die Gäste um Philippe Perrone, einen der besten Wasserballer der Welt, sind bisher die Übermannschaft. Und sie starteten auch in Berlin. Gut, das 1:0 Marc Larrumbe. Baksa im Tor ohne Abwehrmöglichkeit. 5 Meter Penalty, da ist Perrone. 37 Jahre mittlerweile alt, der Kapitän der Katalanen, 2:0 die Führung. Kurz darauf das 3:0, das Zentrum von Spandau nicht gut verteidigt, Roger Tahul. Tomasovic, 5 Meter Penalty für Spandau, aber Unai Aguirre, der spanische Nationaltorhüter, mit einer Monsterparade. Und kurz darauf das 4:0 für Barcelona. Welch ein Tor von Nicolas Paul und welch ein schlechter Start für die Wasserfreunde. Nicolas Paul zum 4:0, das war's im ersten Viertel. Die Wasserfreunde warten auf den ersten Treffer. Aber die Spanier machten so weiter. Wieder Nicolas Paul, das 5:0, überragende Wurftechnik, Aufsetzer, Baksa ohne Chance. Die Spanier drückend überlegen, Bernat Zanahuja. Da steht es schon 6:0. Der Trainer der Gäste, Elvis Fatovic, früher selber ein Weltklasse-Spieler, hatte sein Team überragend gut eingestellt. Wieder Zanahuja und 7:0. Es sah nach einem absoluten Debakel aus für die Wasserfreunde. Und es dauerte über 13 Minuten, ehe Yannick Giroud das erste Tor für die Spandauer erzielen konnte. Das war psychologisch natürlich extrem wichtig, zeigte es doch, dass auch Unai Aguirre nicht unschlagbar ist. Die Antwort von Barcelona, das 8:1. Unai Biel stellt den 7-Tore-Vorsprung wieder her. Die letzte Aktion vor der Halbzeit. Spandau kann verkürzen. Tomasovic zum 2:8. So langsam kamen sie hinein, die Wasserfreunde, in diese Partie. Schöner Treffer hier von Marin Tomasovic, einer der Neuzugänge. Und die Mannschaft von Athanasios Kechagias sollte dann im zweiten Durchgang ein anderes Gesicht zeigen. Tamás Sedlmayr, der Ungar, verkürzt auf 3:8. Da waren es dann nur noch 5 Tore Rückstand aus Sicht der Wasserfreunde. Aber immer, wenn es sein musste, konnte Barcelona einen Gang hochschalten. So wie hier das Zentrum völlig offen und das 9:3 Nicolas Paul. Baksa von seinen Vorderleuten zu oft allein gelassen. Tyler Abramson, der US-Boy, war gekommen und er nahm Verantwortung. Verkürzt hier auf 4:9. Wartet da sehr, sehr lange und dann über die Hände von Aguirre. Toller Treffer von Abramson. Aber auch die Spanier mit überragenden Toren, vor allem Tahul im Zentrum, war kaum zu verteidigen. Auch wenn er hier von Marco Stamm noch einen mitbekommt, macht er das Tor 10:4. Abramson hat er mal ungewöhnlich viel Platz über die Kappe von Aguirre. Nur noch 5:10 und kurz vor Ende des dritten Viertels die Spandauer mit der Möglichkeit, den Rückstand auf 4 zu verkürzen. Tomasovic, toller Pass für Balicevic, aber Aguirre ist da. Wie kann er den halten? Tolles Anspiel. Balicevic gut weitergeleitet. Aguirre hat die Hände draußen. Der Ball ist sein Freund. Mit dem überragenden Aguirre im Rücken ging es ins letzte Viertel. Ein langer Ball, der Pass ins Zentrum, Tahul und Baksa steht da wieder auf verlorenem Posten. Tolles Spiel von Roger Tahul. Die Spanier zeigten, warum sie ein Weltklasse-Team sind. Überragendes Tor von Unai Biel sehen wir in der Zeitlupe. Perfekte Wurftechnik. Die Wasserfreunde kämpften. Badamassi im Zentrum, auch der Treffer sehenswert. Bilal Badamassi, der holländische Nationalspieler, verkürzt auf 6:12. Das letzte Tor gehörte dann den Katalanen, Luc Paviard, 13:6. Es wurde kein Debakel, weil Spandau sich steigerte. Am Ende allerdings nach dem verkorksten Start chancenlos gegen Barceloneta, 6:13, die Niederlage der Berliner. Ja, der Start war natürlich alles andere als glücklich. Und wenn du dann hinten liegst, gegen so ein Top-Team das Spiel umzudrehen, das ist natürlich sehr, sehr schwer. Wir haben schon hier gespielt gegen Vuliagmeni und Marseille. Wir haben gewonnen und wir werden sehen. Alles ist in unsere Hand.
Trotz der Niederlage, alles ist noch möglich für die Wasserfreunde. Auch der Spandauer Bürgermeister Frank Bewig ist optimistisch. Ehrlicherweise habe ich in Vorbereitung mir die letzten beiden Spiele mal angeschaut. Das sah ein bisschen besser aus. Ich hatte die Hoffnung, dass sie da anknüpfen können heute. Aber sie haben die Fähigkeit, die Möglichkeiten. Insofern bin ich guter Dinge, dass sie das Spiel abhaken heute und dann für die nächsten Spiele wieder richtig Gas geben und dann es noch schaffen, weiterzukommen. Barceloneta analysieren und abhaken und dann nach vorne schauen. Am 21. November geht's für die Wasserfreunde nach Marseille.